Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Heidi. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute ist Dienstag und meistens ist Dienstag mein freier Tag und dann gehe ich immer einkaufen, mache meinen Großeinkauf. Und ich war im Drogeriemarkt und habe dann diese süßen Kerzen gesehen und habe gedacht, da muss ich irgendwie was basteln. Und was dabei rausgekommen ist, das zeige ich euch jetzt. Und zwar dieses hier. Schaut mal, so sieht das aus. So, von der Seite nochmal. Von hinten habe ich jetzt nichts drauf gemacht. Das könnt ihr selber dann entscheiden, ob ihr das machen wollt. Auf jeden Fall, so sieht das Ganze jetzt aus. Und wie ich das gebastelt habe, das zeige ich euch jetzt auch direkt. Was brauchen wir? Ihr Lieben, wir brauchen ein Stück Farbkarton. Und zwar in den Maßen 29,7 cm mal 6 cm. Das Ganze wird auf der langen Seite gefalzt bei 10,5, 11,5, 16,5, 17,5 und 28 cm. So, und das falzen wir jetzt auch. Und wo ist mein Falzbein? Hier. So. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wie ich das gefalzt habe. Einmal so rum und dann in die gegengesetzte Richtung. So, nochmal. Einmal so rum und wieder in die gegengesetzte Richtung. Und dann sieht das Ganze so aus. So, und dann falzen wir das hier oben gleich auch nochmal. Und dann sieht das Ganze so aus. Das wird nachher hier oben drüber geklappt. So, ich muss mal gerade. Alexa, leiser. So, und so sieht das Ganze jetzt erstmal aus. Entschuldigt mit Alexa. So, dann habe ich mir überlegt, am besten wäre es natürlich, wenn man eine Eisstanze hat, aber die habe ich nicht. Und dann habe ich ungefähr geguckt, welche Stanze passt jetzt. Und ich habe nur die gefunden, die von der Kerzengröße so einigermaßen passt. Dann habe ich das so gemacht. Jetzt hole ich mir eben meine Big Shot. Ich glaube, ich muss euch jetzt höher holen. Dann habe ich mir ungefähr, jetzt muss man gerade gucken, und einmal so rum, ungefähr 1 cm über der Falzlinie habe ich mir die Stanze draufgelegt. Ihr könnt das Ganze jetzt auch noch mal mit dem Washi-Tape fixieren. Ich versuche es jetzt so, lege das drauf und stanze mir das einmal durch die Big Shot. So. Das braucht ihr nicht wegschmeißen. Das kann man ganz toll für Karten noch nehmen. So. Dann habe ich mir das Ganze nochmal umgedreht. Und auch nochmal ungefähr 1 cm über dieser Falzlinie. So. Dann lege ich mir das wieder drauf. Na, so rum ist besser. Und stanze mir das wieder durch. Hier bin ich vorhin schon abgerutscht und habe mir den ganzen Nagellack runtergerissen. So. Wie gesagt, sowas nicht wegschmeißen. Das ist immer echt toll noch. Da macht man sich einen Stempel drauf und dann auf einer Grußkarte. Also das sieht ganz, ganz toll aus. So, dann machen wir die Big Shot mal wieder weg. Mache ich gleich ganz nach unten. So, und dann sieht das Ganze so aus. Ihr müsst halt gucken, was für eine Stanze ihr jetzt habt, wo so ein Ei, wo man das Ei so durchsieht. Ihr müsst jetzt keine Kerze holen. Wisst ihr, was ihr euch auch holen könnt? Ein Überraschungsei.
Das geht genauso gut mit einem Überraschungsei. Aber ich fand die Kerzen jetzt total niedlich. So. So sieht das jetzt erstmal aus. Das wird nachher vorne. So, das ist unser Innenteil. Jetzt haben wir ja hier diese beiden Falzlinien. Hier und hier. Und da machen wir uns jetzt doppelseitiges Klebeband drauf. Ihr könnt euch natürlich auch Flüssigkleber wieder drauf machen. So. Das mache ich mir jetzt hier so drauf. Steht das ein wenig ab. Jetzt muss ich mir doch eine Schere holen. Eigentlich braucht man gar keine Schere für das Projekt, aber hier steht mir das Klebeband noch so ab. So, und dann lösen wir einfach. Ah, vorsichtig, Heidi, wieder du mit deinem Einfach. Wo ist mein Piekser? Dann kann ich das besser mitlösen. Hier ist er. Kann ich auch nicht besser mitlösen. Okay, jetzt mache ich mir einmal ab. Und nochmal ab. So, hier habt ihr euren Kleber jetzt und wir klappen das einfach jetzt so rum. So, und hier auch nochmal. So. Ich gehe da jetzt auch nochmal mit dem Falzbein drüber. So sieht das Ganze jetzt erstmal aus. Was wir dann machen, ihr könnt das abschneiden, wenn, so abrunden mit dem Schere, wenn ihr das möchtet. Ich habe jetzt hier diesen Abrunder. Jetzt muss ich selber überlegen, wo ich rein muss. Ich glaube, so rum ist richtig. Ich benutze den so selten. So, dann runde ich mir das hier oben noch ab. Gut, und dann. Na, da hängt noch so ein Fitzel dran. Dann sieht das Ganze so aus. So. Ich glaube, ich muss euch tiefer wiederholen. Ne? Ich bin zu weit weg. Was ich dann gemacht habe, ich habe mir meine Crocodile genommen und habe mir hier so, ich lege das alles aufeinander, also das hier an die Falzlinie dran, klappe das um. So. Und gehe dann mit der Crocodile und mache mir ungefähr mittig. Wie gesagt, ihr könnt das ausmessen. Ich drücke das jetzt so raus. So. Und dann habe ich hier das Loch drin. Dann nehme ich mir erstmal meine Kerze, stelle die hier rein. So. So sieht das Ganze erstmal aus. Dann nehme ich mir ein Schleifenband. Ich will das eigentlich genau farblich andersrum machen. Was ich jetzt natürlich nicht habe, ist weißes Schleifenband. Ich muss mir das unbedingt besorgen. Ich habe zwar noch ein Stück hier, ich weiß aber nicht, das ist jetzt auch dünner. Das wird auch nicht ausreichen, oder? Nee, das ist... Ich könnte es ausprobieren. Aber ich nehme jetzt das Violette. So, schneide ich mir hier was ab. So. So, und dann gehe ich erst von hinten rein, ziehe das durch. Dann hier durch. So. Und dann noch mal hier durch. Jetzt ist das schon ziemlich ausgefranst. Entweder krieg's durch oder ich muss noch mal abschneiden. Ich krieg's noch durch. So. Dann habe ich ja hier so eine Lasche. Dann ziehe ich mir das hier noch durch. So. Dann ziehe ich mir das Ganze etwas an. Und Achtung, ihr Lieben, jetzt kommt wieder eine Schleife. So ist normal und so rum soll man sie ja binden, wenn man mit Papier bastelt. So. So.
größer, oder? So geht sie aber. Und dann schräge ich mir das wieder an. Und hier auch. So, ihr Lieben, und jetzt geht's ans Dekorieren. Ihr ihr dekoriert natürlich, wie ihr möchtet. Es ist ja ganz klar, es soll ja immer nur eine Inspiration sein. Ich habe ja damals, wo ich dieses Vogelhäuschen gebastelt habe, habe ich ja so eine Blumenstanze und dazu so eine Blätterstanze. Also die sieht dann, wenn man es ausgestanzt hat, so aus. Das hatte ich bei Action geholt. Und dann habe ich natürlich die ganzen Blümchen. Jetzt habe ich ja auch noch Vögelchen. Ich weiß noch nicht, ob ich die mit dran mache. Ich lasse die erstmal beiseite, weil ich es hier auch nicht dran habe. Ich würde sagen, wir dekorieren erstmal. Wie gesagt, ich habe diese Stanze und diese Stanze hier von Action. Und da habe ich mir erstmal dieses in Grün ausgestanzt. So. Und dann habe ich mir natürlich hier diese Blätter ausgestanzt. Brauche ich hier den Pixer noch. Jetzt hat irgendwie Alexa versagt. Also irgendwas ist ja immer, ne? So, das mache ich mir erstmal raus. Also so sieht die aus. Und dann klebe ich erstmal hier, ihr Lieben. Jetzt gucke ich mal, wie rum ich das mache. So rum. Und als erstes mache ich jetzt erstmal die Tulpen dran. Die sind ganz klein. Ich brauche jetzt meinen Klebestift und mache mir hier so ein paar Punkte nur drauf. Dann nehme ich mir meine Tulpen und klebe die mir hier dran. Ich hole euch noch ein bisschen runter, aber so, dass ich auch noch was sehen kann. So, gucke ich, dass ich das hier wieder dran kriege. Also bei solchen kleinen Sachen ist schon gut, wenn man mit der Pinzette arbeitet und mit dem Pixer. Dann kann man das noch so ein bisschen hin und her schieben. Und dann habe ich noch eins. Klebe ich mir jetzt hier noch dran. So, und dann mache ich das genau in einer anderen Farbe. Jetzt nehme ich mir, hier hatte ich ja weiße Blüten genommen und jetzt nehme ich hier violette. Da mache ich mir auch überall so einen Punkt drauf. Das müsste dann reichen, dass das hält zum Kleben. Weil ich habe festgestellt, ich nehme eigentlich immer zu viel Kleber. Schauen wir mal, wie das am besten passt. So. Den dann noch hier drauf. Und dann diese noch in die Mitte. Na. Da ist sie. Jetzt mache ich mal das so, damit ich diese Tulpe hier nicht verdecke. So. Dann nehme ich mir solche Klebesteinchen wieder. Klebe ich mir dann in die Mitte von der Blüte und hier. So, das machen wir jetzt erstmal als erstes. Jetzt hole ich euch mal wieder etwas höher und dann habe ich mir, das platziere ich ja jetzt hier oben, dann habe ich mir einfach auf den zwei Blüten
Also hier und hier Kleber drauf gemacht. Und drücke mir das mir hier so dran. Ich kann ja mit dem Finger auch von innen gegendrücken, sodass das etwas jetzt mal anzieht. So. Ach, wisst ihr, was ich euch noch sagen wollte? Ich habe ja schon oft gesehen, dass so Kerzen bestempelt werden. Und heute habe ich mich das erste Mal geärgert, dass ich nicht dieses Papier habe. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, wie man diese Stempel auf die Kerzen überträgt. Weil da hätte ich heute gerne mal was Schönes drauf gemacht. Aber irgendwann hole ich mir das. Ich habe mir das auch schon alles angeguckt, wie das so funktioniert. Auch schon wieder die Hälfte vergessen. Aber heute, wie gesagt, habe ich mich geärgert, dass ich das nicht da habe. Egal, wird nachgemacht. So, dann nehme ich 3 weiße Blüten. So, und dort setze ich mir auch wieder Klebepunkte drauf. Jetzt überlege ich mal, jetzt nehmen wir mal so, dass diese hier, dass das so ein bisschen raussticht. So. Und so. So, und dann habe ich mir wieder diese Punkte genommen, diese Klebe, damit das Klebepunkte, damit das so eine 3D-Optik wieder hat. Und die habe ich mir dann hier so draufgeklebt. So. Hier oben habe ich mir auch eins dran gemacht. So, und dann noch eins. Hier so eins dran. Da ich da hier so jetzt so einen leichten Knick drin habe, dann klebe ich das jetzt einfach hier mal so drüber, dann ist das auch weg. So, ich habe ja jetzt überlegt mit meinem Vögelchen, ob ich das noch dran mache. Hier wird es wohl kaum was bringen, weil es ja, man könnte es auch auf die Kerze kleben, ne? Nein, das lasse ich jetzt, aber hier wird es schon eher aus, aber das lasse ich jetzt. So, könnte man jetzt auch machen. Dann habe ich mir einen Stempel ausgesucht vom Osterhasen. Dann habe ich mir mit dieser Stanze das ausgestanzt und das gleiche nochmal in Violett ausgestanzt. Hab die beiden dann so schräg aneinander geklebt. So. Kann man das auch hochnehmen, dann kann man das noch so rüber machen. Aber ich habe es genau verkehrt rum dran geklebt jetzt, ne? Hätte eigentlich andersrum dran gemusst. Ist jetzt egal. Seht ihr das? Vom Osterhasen und hier kommt von unten vom Osterhasen wegen meiner Perle. Ist egal. Ist egal, Heidi. So, und dann habe ich mir wieder so einen Klebepunkt genommen. Ihr könnt auch Flüssigkleber nehmen. Nehmt ihr das bitte, was ihr da habt. Ich mache das auch immer, weil ja, man sieht wieder das und dann möchte man wieder das haben und das kaufen. So, jetzt schaue ich mal, wie es hier am besten aussieht, dass man die Kerze auch noch sieht. So klebe ich das hier dran. Jetzt fehlt mir natürlich hier mein Klebepünktchen noch. Jetzt schaue ich mal, ob ich das irgendwo anders noch so platzieren kann. Ich nehme mir mal gerade eins runter. Machen wir einfach hier drauf, oder? Genau, warum nicht? So, ihr Lieben, schaut mal, meine Idee für heute. Ist da jetzt was abgefallen oder ist da eins übrig? Nee, da ist eins übrig. Ist nichts abgefallen. Bin ich ja mal froh. So sehen die aus. Mal was ganz anderes, oder? Wie gesagt, ihr müsst da keine Kerzen reinmachen. Ihr könnt euch da auch ein Überraschungsei reinmachen. Und nehmt die Stanze,
die ihr habt. Ich habe jetzt keine Eistanze. Ich guckt halt, wie groß euer Ei ist, wie groß die Kerze ist und das stanzt ihr dann aus. Und ich finde, das sieht auch ganz nett aus, oder? Ihr Lieben, euch einen schönen Dienstag noch und schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich immer über eure Kommentare und staune, wie dieser Kanal wächst. Also wir gehen ja in die Richtung 1000. Das ist absolut der Hammer. Ich freue mich über jeden einzelnen Kommentar und entschuldige mich immer, dass ich so kurz angebunden bin mit Schreiben. Also ich bin nicht die Person, die viel schreibt, aber die viel redet. Seid froh, dass ich nicht so viel schreibe. Also ihr Lieben, euch einen wunderschönen Dienstag und bis bald, eure Heidi. Ciao.